Ja, hallo, ich bin Alena, ich bin 29 Jahre alt und ich bin bei der Seebrücke in Münster aktiv. Ich bin Stefan, ich bin 38 Jahre alt und ich bin bei der Seebrücke in Münster aktiv. Ja, die Seebrücke ist eine mittlerweile internationale Bewegung, die sich im Sommer 2018 gegründet hat. Und alles fing eigentlich unter einem Hashtag an, also in den sozialen Medien online, Hashtag Seebrücke, um zwar gegen das Sterben im Mittelmeer anzukämpfen und solidarisch mit Menschen auf der Flucht zu erklären. Also es sind mittlerweile in den letzten 5 Jahren knapp 20.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Und ja, im Zuge dessen, um dagegen anzukämpfen, um sichere Fluchtwege zu fordern, hat sich die Seebrücke gegründet. Im Juni 2018 lag ein Rettungsschiff, also ein ziviles Rettungsschiff, die Mission Lifeline vor Hafen oder im Hafen und durfte nicht anlegen. Mit ungefähr 300 Geflüchteten an Bord, die sie vorher aus Seenot gerettet hatten. In dem Zuge haben wir mit ungefähr 12, 13 Menschen aus Münster gedacht, das kann nicht sein, wir müssen da was gegen tun und haben versucht, ja, eine kreative Straßenaktion, eine kreative Protest- und Spendenaktion auf die Beine zu stellen und haben eben in der Stubengasse Papierschiffchen gefaltet. So vom, im Sinne, wir haben die Rettungsboote, also wir schicken Rettungsboote, die Menschen können hier anlegen, also das Schiff darf hier anlegen, die Menschen dürfen hier an Land gehen und eben ein sicheres Leben führen können. Genau, und da haben wir 2 Stunden lang die Aktion gehabt und haben dabei Spenden gesammelt und das war völlig überwältigend. Die Frage muss man natürlich zuallererst an die Politik zurückweisen. Ich will vielleicht ein paar Punkte kurz ansprechen. Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich ganz einfach Rassismus. Man kann, glaube ich, sagen, eine Art Wohlstandsrassismus. Es gibt diese Befürchtungen, die machen uns den Sozialstaat kaputt, wenn die alle aus Afrika oder aus dem globalen Süden hierher kommen. Was aber natürlich auch einfach damit zusammenhängt, um das kurz zu widerlegen, dass man die Leute hier einfach nicht arbeiten lässt. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt, der, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist einfach, dass man die lohnabhängigen Bevölkerungen der unterschiedlichsten Staaten und Kontinente ein bisschen gegeneinander ausspielt. Das heißt, in dem Moment, wo die Leute tatsächlich nach Europa kommen, nutzt man die natürlich, man nutzt die illegalisierten Arbeitskräfte als Lohndrücker. Das ist sicherlich auch ein Thema, auf das man mal genauer eingehen müsste. Das sind vielleicht so ein paar Punkte, um ganz kurz zu sagen, warum kommen wir da bei der Politik nicht so richtig durch? Denn ich glaube nicht, dass eine bewusste Politik gefahren wird, die Leute umzubringen. Das ist es, glaube ich. Also man möchte im Grunde genommen die Leute von der Migration nach Europa abschrecken, indem man ihnen deutlich macht, euch wird hier nicht geholfen und der Weg ist tödlich für euch. Horst Seehofer ist quasi der entscheidende Mensch. Als Bundesinnenminister ist er dafür verantwortlich zu entscheiden, wie viele Menschen nach Deutschland kommen dürfen. Das läuft über so einen Verteilungsschlüssel und de facto ist es so, dass Städte keine Macht haben. Also selbst wenn jetzt die Stadt Münster beispielsweise sagt, Menschen dürfen hier hinkommen, dann haben die keinen politischen Einfluss. Also es ist de facto nicht möglich. Und deswegen appellieren wir eben an Horst Seehofer als entscheidende Person, das eben möglich zu machen. Dass Städte, mittlerweile sind es 160 Städte in Deutschland, die gesagt haben, Menschen können hier hinkommen, die aus Seenot gerettet wurden. Und dass die Bundesregierung bzw. das Bundesinnenministerium blockiert das halt weiterhin. Also im Endeffekt haben sie uns ja zugestimmt, das schon. Aber es war leider nicht die innere Überzeugung, mit der wir dann im Endeffekt durchgekommen sind, sondern was wir ja gemacht haben nachher ist, wir haben ein Bürgerbegehren gestartet. Wir haben tatsächlich Druck aufgebaut in der Öffentlichkeit. Ich glaube insbesondere, was die CDU angeht, haben wir an der Stelle den Kirchen eine ganze Menge zu verdanken, die unser Anliegen auch in der Öffentlichkeit sehr unterstützt haben. Und auch die Grünen waren in der Frage leider nicht so eindeutig aufgestellt, wie wir uns das immer gewünscht hätten und haben auch einen Moment gebraucht, bis sie sich dann zu einer in unserem Sinne vernünftigen Position durchgerungen haben. Und um es dann zusammenzufassen, kann man die Haltung der Parteien dann wohl leider nur mit Opportunismus charakterisieren. Genau.
Genau, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also Münster gehört jetzt zu dem Bündnis Sichere Häfen, also die gehören zu diesen 160 Städten. Und die weiteren Forderungen ist es halt, Druck zu machen. Druck zu machen auf die Landesregierung als quasi nächste Instanz und dann wiederum, dass die Landesregierung eben an das Bundesinnenministerium appellieren, diese Aufnahme möglich zu machen. Ein Projekt, das wir mittelfristig hier in Münster ganz gerne angehen möchten, ist das Thema Solidarity City oder solidarische Stadt. Das heißt, wir möchten gerne, dass die Gewährung von Menschenrechten und auch von sozialen Rechten vom Aufenthaltsstatus entkoppelt wird. Das heißt, jeder Mensch, der in Münster lebt, soll hier Zugang haben zur Gesundheitsvorsorge, zu Bildungseinrichtungen, zu Kultureinrichtungen. Das heißt, alle, die hier leben, sollen auch wirklich wie vollwertige Staatsbürger und wie Bürger dieser Stadt behandelt werden. Das wünschen wir uns. Ja, wer bei uns mitmachen möchte, kann sich natürlich gerne unseren Aktionen anschließen, die wir in Münster regelmäßig durchführen. Das heißt, dafür machen wir dann auch immer Werbung bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter und in allen anderen sozialen Medien. Verfolgt das ein bisschen, dann kriegt ihr mit, was wir hier so machen. Ja, und ihr könnt natürlich auch einfach vorbeikommen. Also wir treffen uns regelmäßig, mittlerweile wöchentlich. Leider ist jetzt gerade aktuell unter Corona, läuft es noch digital. Aber schaut einfach auf unserer Website vorbei, bei Instagram, bei Twitter. Macht mit, kommt vorbei, plant die Aktion mit, seid Teil der Bewegung.